kann man bei Sims 4 bunte Babys bekommen? Wir testen das heute, indem wir zwei bunte Eltern erstellen. Und das erste Elternteil bekommt die Farbe Blau. Starten wir direkt mit der Frau. 1, 2, 3. Und wir müssen bei ihr jetzt wirklich alles blau machen. Also von den Haaren über die Hautfarbe, einfach wirklich alles. Blau ist übrigens unter meinen Top 3 Lieblingsfarben. Vor allem so ein dunkles Blau. Also ich fühle es jetzt schon. Blau haben wir zum Glück auch als Haarfarbe. Aber das ist sogar das gleiche Blau wie ihre Hautfarbe. Das ist überall so, oder? Ja, weil das ist eher türkis. Okay, dann werde ich die Hautfarbe aber, glaube ich, ein bisschen heller machen. Damit es doch ein bisschen ein Unterschied ist. Wie wäre es mit hellblau? Ich will hier verschiedenste Blautöne reinbringen. Oh, wie schön sie jetzt schon ist. Und ich gebe ihr auch noch andere Augenbrauen. Und dann schauen wir mal, wie das mit den Wimpern ausschaut. Die sind natürlich schwarz. Aber es sieht schon cooler aus mit Wimpern. Haben wir denn noch Make-up? Das muss natürlich auch blau sein. Oh no. Das lassen wir lieber. Ich stelle hier jetzt einfach mal die Farbe blau ein. Dann werden uns alle blauen Sachen angezeigt. Vielleicht sowas, wenn man die Deckkraft ein bisschen runterfährt. Ich meine, gut, ihre Lippen sind ja eigentlich schon blau. Das ist jetzt mit und das ist ohne. Ich finde es mit eigentlich schon cooler. Hier noch mit einem Schimmer. Doch, kann man schon machen. Dann braucht sie natürlich auch noch ein komplett blaues Outfit. Wie schön der Sim auch einfach ist, Leute. Das in so einem richtig dunklen Blau wäre eigentlich ganz cool. Ist aber fast schon violett. Eine coole blaue Hose dazu. Ah, aber da gibt es sicher noch coolere Oberteile. Das ist jetzt so richtig die Qual der Wahl. Oh, dieser Wölkchen locker, der mit den Blumen ist natürlich auch so schön. Sie ist echt so ein schöner Sim. Ich kann mich kaum entscheiden. Aber ich glaube, ich belasse es dabei. Und sie heißt 1, 2, 3 Eva. Und ich gebe ihr jetzt nur blaue Merkmale. Oh, düster wäre ein blaues Merkmal. Oh, schwierig, aber muss jetzt halt. Perfektionistin ist blau. Kind des Meeres ist blau. Familienbewusst ist blau. Aber sprunghaft wäre halt auch blau. Was halt cooler wäre fürs Drama. Ich nehme es sprunghaft. Und dazu noch unberechenbar. Ihr Bestreben wähle ich per Zufall aus. Outdoor-Fan, okay. Und wir machen weiter mit dem männlichen Sim. Und der männliche Sim bekommt die Farbe Gelb. Ah, meine Lieblingsfarbe. 1, 2, 3. Den Anfangssim, den werden wir immer per Zufall auslosen. War das jetzt dreimal? Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Mann jetzt gerade hier. Wir werden bei ihm jetzt mal zuerst alles entfernen. Und dann schauen wir mal, wie der Mann mit einer gelben Hautfarbe aussehen wird. Leute, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Das ist ja ganz furchtbar. Also das ist definitiv nicht meine Lieblingsfarbe. Ich blende euch mal ein, was für ein Gelb meine Lieblingsfarbe ist. Aber das habe ich hier tatsächlich gar nicht so. Nee, es bleibt mir nur diese Farbe hier übrig. Wow, Leute, einfach nur wow. Ja gut, ich glaube aber an uns, wir werden daraus jetzt was Gutes machen. Junger Mann, ich werde jetzt ein paar Experimente an dir machen, damit da am Schluss hoffentlich was Cooles rauskommt. Da fällt mir gerade ein, hat unser blauer Sim blaue Augen? Nein! Wow, da haben ein paar von euch sind sicher schon halb durchgedreht, weil ich das nicht gesehen habe. Perfekt, jetzt hat sie blaue Augen. Wir werden bei unserem gelben Sim jetzt aber natürlich gelbe Augen einstellen. Haben wir was Gelbes überhaupt? Ja, doch. Ist eher orange als gelb. Da ist auch so ein bisschen grün dabei. Aber ich glaube, besser wird's nicht. Ich will aber trotzdem noch ein paar Hautdetails hinzufügen. Hier bei den Lippen zum Beispiel vielleicht was. Ja, aber irgendwie macht's das auch nicht besser. Egal, wir schauen mal, ob's die Haare retten können. So, das Blond von Sims kommt ja schon sehr an Gelb ran. Sieht dann so aus. Wow. Oh mein Gott, beißen sich diese Gelbtöne. Das ist schon richtig krass. Wir haben sonst leider kein besseres Gelb. Nee, weil das ist schon blond. Das ist schon eher gelb. Sieht aber wirklich, wirklich wild aus mit diesem Hautton. Ich meine, bei Blau habe ich auch verschiedene Blautöne miteinander gemischt. Aber bei Gelb ist es gar nicht mehr so cool. Gelb ist eine total schwierige Farbe. Ich mag nämlich selber auch nicht alle Gelbtöne. Ich glaube, Gelb ist tatsächlich auch die Farbe, die die meisten Leute am wenigsten mögen. Und diese Hände, oh mein Gott. Seht euch diese Hände an. Einfach ein bisschen zu krass alles hier. Wir werden hier natürlich wieder gelb einstellen und werden dem jungen Mann jetzt ein wundervolles gelbes Outfit raussuchen. Und der Pullover ist total schön. Aber der ist schon fast eher orange. Das ist gelb. Das ist wirklich gelb. Oder das hier. So ein hübscher, simpler Pullover, dann passt er auch zu seiner blauen Frau. Dann sieht sie so ein bisschen im Partnerlook. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich lege mich noch nicht drauf fest, weil gelbe Hosen, Leute. Wow, meine Augen tun so weh, wenn ich ihn anschaue. Es klingt so gemein, aber es ist leider so wahr. Die Farben knallen so richtig. Ja, das Outfit ist halt jetzt auch nichts Besonderes. Vielleicht finde ich noch was Cooleres. Ist es nicht wirklich cooler, aber immerhin sind seine Hände ein bisschen bedeckt. Das sieht irgendwie cool aus. Dann brauchen wir natürlich noch gelbe Schuhe dazu. Hier diese Latschen, damit man seine wunderschönen gelben Füße sieht, die in meiner Welt gerade irgendwie grün aussehen. Mit dem ganzen Gelb, das er anhat, sieht das irgendwie eher grünlich aus. Aber ich habe leider keine
bessere Hautfarbe und ich muss die Schuhe jetzt einfach lassen. Das ist ein richtig gemütlicher Sim einfach. Der hat jetzt Socken in Sandalen an. Aber ich schaue jetzt nochmal bei den Hautfarben, weil so geht das nicht. Nee, das ist mir einfach zu grünlich. Das wirkt gelblicher. Das ist noch besser, Leute. Jetzt so mit dem ganzen anderen Gelb sieht diese Hautfarbe definitiv besser aus. Ich glaube, ich lasse es so und gebe dem jungen Mann mal einen Namen. 1, 2, 3. Das ist der Axel. Und er bekommt nur gelbe Merkmale. Heißt, er ist ehrgeizig, tollpatschig, ein Genießer, weil der Käse ist halt einfach gelb, ein Einzelgänger und sozial unbeholfen. Wow, was für Charaktere wir hier haben. Das bestreben wird wieder der Zufall entscheiden. Und zwar ist er ein Landschaftspfleger. Und somit haben wir unsere beiden bunten Sims. Und jetzt werden wir rausfinden, ob Sims diese Farben mischen kann. Also blau und gelb. Da müsste rauskommen, grün. Was passiert, wenn man gelb und blau mischt? Die Grundfarben blau und gelb ergeben die Sekundärfarbe grün. Puh, Glück gehabt. Die bunteste Jahreszeit ist für mich der Sommer, weil halt einfach alles blüht. Der Herbst wäre aber natürlich auch keine schlechte Wahl. Und jetzt würde ich gerne in die bunteste Welt ziehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist Sulani. Oder was würdet ihr jetzt als bunteste Welt bezeichnen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und da sind wir jetzt in unserem bescheidenen Häuschen neben dem Vulkan. Überhaupt nicht gefährlich. Ein Doppelbett besitzen wir auch nicht. Aber das können wir ganz schnell ändern. Wir machen sie nämlich natürlich sofort schwanger. Und da sind sie jetzt, unsere Turteltauben, die sich definitiv nicht scheiden lassen. Die jetzt auf Sulani leben und Hauptsache sie rennen aber mit Winterkleidung rum. Da habe ich super nachgedacht. Vor allem auch die Socken in den Sandalen sind wundervoll, wenn man am Strand lebt. Alles gar nicht unangenehm. Oh, und wir könnten es richtig spicy machen. Wir könnten einen Techtelmechtel unter dem Wasserfall haben. Ja, let's go, ihr beiden. Oh, die Outfits habe ich aber nicht geändert. Oh, oh. Mayday, Mayday, wir schauen einfach nicht so genau hin. Hier haben wir nämlich definitiv mehr Farben als nur gelb dabei. Upsi. Aber Hauptsache, sie zeugen jetzt unser grünes Baby unter dem Wasserfall. Hier ist eh alles ziemlich grün und ich wünsche euch beiden ganz viel Spaß, ganz viel Glück, dass es beim ersten Mal funktioniert. Ich ziehe sie jetzt auch direkt wieder um. Wir haben nie gesehen, dass sie was anderes als ihre Farben anhaben, okay, Leute? Sie stehen jetzt einfach mit ihren Jeanshosen hier im Wasser. Wundervoll. Hallo! Könntet ihr bitte machen, was ich will? Ah, zwei Frösche! Die sind auch grün. Oh mein Gott, Leute, das kann nur Glück bringen. Und wir schicken Eva auch direkt aufs Klo. Die sollen einen Schwangerschaftstest machen. Wir drücken ganz fest die Daumen, dass uns die Frösche und der Wasserfall jetzt Glück gebracht haben. Und es ist tatsächlich passiert. Yay, yay, yay. Wir haben eine schwangere blaue Eva. Und darüber freut sich der gelbe Axel. Yay, wir sind schwanger und bekommen hoffentlich ein grünes Kind. Nicht übergeben jetzt bitte. Wir werden da jetzt aber natürlich nicht 3 Tage warten. Keine Sorge, Leute. Ich werde direkt die Wehen starten. Und wir bekommen das Baby einfach zu Hause. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt wieder in diesem Becken. Damit unser kleines Fröschchen hoffentlich grün zur Welt kommt. Oh, was ist Fröschchen bitte für ein süßer Kosename für ein Baby? Fast so süß wie die beiden gerade. Mein Herz geht absolut über. Bei der Geburt bekommen wir jetzt natürlich Hilfe. Und ich bin so gespannt, ob dieses Baby jetzt wirklich grün ist. Es ist auf jeden Fall ein Mädchen. 1, 2, 3 heißt Maya und ist alles, aber nicht grün. Aber sie ist halt auch einfach weder blau noch gelb. Und jetzt hat sie sowieso wieder eine ganz andere Hautfarbe. Dieses Spiel. Why? Wir lassen sie jetzt mal altern. Und jetzt ist das Baby ganz verschwunden. Hallo? Das Baby ist weg, Leute. Kann ich es hierher teleportieren? Oh mein Gott. Okay, wir sehen hier unten, es wäre auf jeden Fall gelb. Aber im Moment ist es weder gelb noch grün noch blau. Es ist einfach unsichtbar. Was habe ich mit diesem Baby gemacht? Ah, Halleluja. Hier immer stelle einen Sim-Modus, ist sie zum Glück noch da. Und wir haben tatsächlich blaue Augenbrauen, eine gelbe Hautfarbe und orangefarbene Haare. Das Outfit ist auch eher gelb. Also das Kind kommt eher nach seinem Vater. Und ja, vielleicht habe ich mir einfach wieder zu viel von Sims erhofft. Ich hätte nämlich jetzt gern gehabt, dass sie einfach grün wird. So nämlich. Mit Locken wie ihre Mama. Natürlich grünen Augen und einem grünen Outfit. Aber man kann leider nicht alles haben. Kann man bei Sims 4 bunte Babys bekommen. Und das erste Elternteil bekommt die Farbe blau.